Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallihallo. Ja, wir wollten einfach sich aufbrechen oder schon mal uns fertig machen für den Ausbruch. für Jo. den Ausflug. Und dann ist der hier gelandet. Dann ist er hier gelandet. 135, Ja, schöne Farbe. den kann man nicht stehen lassen, auch wenn wir noch lange nicht fliegen können. Was heißt noch lange nicht? Was für ein Ja, so noch Level? 10 Level oder so. Und ganz viel Chitin. Ich bin 33. Naja, es wird 4 oder 45 oder 42, ich weiß es nicht mehr Nein, genau, weil sie 38, glaube ich. 38 doch? Ja, ich meine ja. Oh, okay. Da. Da hast recht. Ja, gut. Ist fertig. Der Kollege ist schon wieder ein Kerl. Ja, aber wenigstens mal, den kannst du auf neutral hier lassen bei die Tiere. Aha. Dann kümmert er sich um die Möwen. Ja. Komm mal hierher. So, für den Ausflug, da kommen zwei Metallpiken. Der sieht nicht aus wie eine Werkbank. So, setz dich hin. Nein, zwei. Nicht so weit weg. Zwei. Oh. Jetzt sitzt er hier. Das ist eigentlich zu weit. Komm mal mit. Stückchen. Wieso hast du keinen Sattel? Der kommt jetzt im Turboflug. So. Das wäre schon mal eins. Das ist ein bisschen wenig Feuerstein. Versuchst du den ziemlich nah zu kriegen? Ja, aber es klappt natürlich nicht. Der fliegt bis zum Strand runter. Och, kannst du den einkrümmen? Ja, ich komme. Warte mal, wir müssen die Tiere vielleicht hier mal ein Stückchen zur Seite schieben. Wegen Landeplatz, weißt du? Versuchst du es nochmal oder? Nö. Ja, ich besorge Feuersteine, das wären ein paar Pfeile. Also ich will nicht ganz unbewaffnet mal den Ausflug machen. Vielleicht musst du ihm sagen, schon wo der ist, zu landen. Dann landet er vor der Tür. Und jetzt schon landen. Ja, du musst ihn aber auch treffen, ne? Das. Aha. So. Gut, Perfekt. das ist super. Jetzt stelle ich noch auf neutral. Obwohl der zu weit weg ist von Moschops, um den zu beschützen. Ja, ich kann den Moschop rüber. Du könntest natürlich auch mal die Tür ein bisschen breiter machen. Du hast wieder die enge Variante. Ja, da muss aber eine Tür dran, wegen den Möwen, ne? Ach so, kann die doch, meinst du? Ja, die fliegen rein. Bei einer Doppeltür, da muss eine Tür. Eine Tür, Faserholz. Da stelle ich den Moschus nämlich rein, wenn er es schafft, irgendwie. Ach, jetzt ist er drin. Gut. Guck mal in der Werkbank. Ich habe eine Pike für dich und eine Armbrust. Ach, das ist nicht die Werkbank. Okay, Tisch geguckt. Nicht nur ich mache das. Okay, Armbrust. Pike. So, den Rest mal kann man ruhig abladen. Der Kühlschrank kriegt wieder das Filet zurück.
So, welche kriege ich? Such dir einen aus. Ich habe noch einen Haufen Stein und Kram einstecken. Das will ich mal weg. Wohl zum. Nee. Nee, alles klar. So. Das weg. Das, das. Ach nee, der ist gelevelt. Ja, den Rosanen. Na gut. Jo. Oh mein Gott, ich tue die Seele weh. Was denn? Der flattert hier. Hast du schon Betäubungsdings? Oder? Nee, Bola, den Klopper. Mama. Ja. Versuch mal. Weiter. Okay. Filet im Dodo. Das ist das perfekte Wachschutz hier. Filet. Was das Fleisch gibt ihm auch mit, weil er braucht ja dann auch was zu fressen. Wir kommen nicht weg, ne? der muss nicht nach. Fertig. Fleisch lassen wir drin. Den machst du auf neutral. Hoffentlich findet man wieder, wenn wir wiederkommen. Ach, sicher. Okay, gut. Oder ist er 2 Kilometer in der Luft? Ja. So. Dann lass uns mal ans Land gehen. Ich hoffe, da ist nicht zu viele unangenehme Viecher hier drunter. So. Genau, geh mal ein bisschen unter Wasser, dann sieht man was. Nee, ist alles gut, ne? Ist alles gut hier. Nächste Klaumöwe. Also ich mag es zwar am Strand, aber das ist mir zu viele Klauviecher hier, ne? Mhm. Da brauchst du echt Nerven, wenn du dauerhaft am Strand wohnen willst. Gott, guck mal den Petri. Mein Gott. So, jetzt den nächsten Strandabschnitt. Dilo hinter dir? Ja, der wird aber nicht lange hinter mir bleiben. Warte. Oh. Da ist Action hier unter Wasser. Machst du? Ich wollte eigentlich den Pico Masters hinterher, weil der mir den Bogen geklaut hat, aber ich habe ja jetzt eine Armbrust, ne? Ja. Ja, dann. Der da vorne läuft. Ja. Der hat den Bogen. So, ich habe keine Ahnung, wie aggressiv diese Fische sind. Die neuen? Ja. Da vorne. Die sind zwar am Pressen. Riskieren? Ja, jetzt sind wir ja schon im Wasser, ich meine. Ja, umdrehen wäre es der kürzeste Weg. Ja, du kannst dem Paras auch ein bisschen was zutrauen. Einstecken, 800 Lehm. Das ist mehr Glück. Uff. Okay.
kommen nie wieder zurück, leben auf unsere Insel. Ja, Kompi. Ein Kompi, zwei Kompi, drei Kompi. Da sehe ich den Redwood. Die sind beide passiv, ne? Nee, die sind neutral. Sicher? Ziemlich. Passiv. Ja, passiv. Falls, wenn du in Kampf geraten, dass du nicht allein... Leta können wir nicht liegen lassen. Nee. Oh, guck mal den. Nicht gucken. Weiter. Hier, das sind schöne Ruinen, ne? Gucken wir uns mal. Schauen wir uns mal um. Wenn ich mich daran erinnere, auf dem Weg zur Ruine, das ist manchmal Alpha Raptor. Ja, dann kannst du nur hoffen, also, oder Daumen drücken. Ich weiß jetzt nicht, normale Raptors kann man bolern. Kann man auch einen Alpha bolern? Ja, die sind ja ein bisschen größer, aber ein Para ist auch groß und den kannst du bolern. Warte mal, da muss ich mir aber die Bola mal unten... Ach, ich habe nur noch eine. Ich habe noch zwei. Ich kann einmal daneben werfen. Ein Dodo schöner als der andere. Kommen wir hier rüber ohne Stress? Nein, natürlich nicht. Aber da sind nur kleine Viecher. Wieso ist hier heiß und mir ist... Ach so. So geht das. Das Wasser kühlt hier. Sobald du so unter Wasser bist, hast du Schneeflocken. Oh. Hat da wieder was geklaut. Das ganze Futter dem Vogel, Das ganze, alle Beeren rausgeklaut. Ja, das ist nicht schlimm. Muss nur im nächsten Busch mal was abbeißen. Ja, ich weiß, aber jetzt hat er mir das Fleisch geklaut. Deinstallieren, wirklich. So, da hast du wieder was zu essen. Okay. Wir sind, glaube ich, außerhalb seines Gebiets. Wir bleiben aber bitte hier lang. Also da ist nicht alles friedlich, was friedlich aussieht. Raptor! Wo denn? Du weißt, war wo nur eins, 25er. Du weißt, wo eins ist. Aber der scheint alleine. Ja. Okay. Ich habe nur Stress. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist.
Aber hier sind noch einige Klormöwe unterwegs. Warte, das Chitin muss ich aber mitnehmen. Kannst du mir suchen, helfen? Das waren 4 Megan. Bist du zu weit weg schon, ne? Ich bin schon ein kleines Stück, ja. Shit, das waren 4 Stück. Da ist noch eine. Die geben pro Meganeuraub 40 Chitin, ne? So, und die dritte, vierte finde ich jetzt nicht mehr. Ja, 75 brauchst du, da sind darin noch Raptor. Hier? Ja, eine muss hier noch liegen. Ja, die sind. Aber die sind schwer zu sehen, ne? Ich glaube, ich habe sie. Ja. Womit denn? Axt. Habe ich nicht drauf ausgelegt. Warte, dann, wenn du sie hast. Oh, tatsächlich. Gucke. Alles klar. So, dann fehlt. Wow. Was hat er hier rumgebackt? Hm. 29 Grad und schon kleine Flamme. Hm. Also, wir müssen Punkt auf Resi. Habe ich schon 20 Stück. Also, nicht 20 Punkte, sondern. Ja. Weiß schon. Weiß schon wieder. Resistenz ist bei 20 bei mir. So ist richtig. Mhm. Guck mal da vorne. Wir kommen auf das Center. Ja. Deswegen durfte ich ja mich austoben beim Bauen auf Amisa, ne? Ja, weil wir wussten, hier wird nicht viel gebaut. Das sagst du. Wollen wir mal reingehen und gucken? Ja. Okay, da sind nur Bären, was sie geklaut hat. Eine Handvoll. Oh, der ist fast fertig gezähmt. 77%. Ach, am Arsch. So. Da sind Treppe. Also du willst in einer Ruine wohnen. Ja, bitte. Hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Ich mag das ja. Kristall! Gleich mitnehmen. Spitzhacke, ne? Ja, das weißt du. Ups, ich habe die Axt genommen. Nein. Boah. Ist aber hier auch schon zu Ende. Bricht wie Glas. Weil ich schon. Das muss doch noch mehr sein. Okay, ist nur eine kleine. Ah, hier. Hä? Ich hab ja. Und dann hier raus. Ja. Vorsicht, nicht runterfallen. Oh oh, ich habe eine Flamme. Ich zieh mal was aus. Beziehungsweise, ich habe 36 Grad. Okay, geht's besser. Schön in Unterhose mal. Oh, 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 da war ich fast runtergefallen. Hier sind noch Treppe, hier geht's runter.
Das ist eigentlich noch ein Anbau. Hier war auch irgend so ein Bau, da ging es in den Dungeon. An so eine Ruine. Ja. Das weiß ich nicht. Dilo hinter dir. Ja, und Kristall vor mir. Und auf die andere Seite habe ich auch noch eins gesehen. Haha, zwei. Siehst du? Noch ein bisschen Opsi, drei Beine und ich habe meine Frisur. Die Frisur hast du ja schon, du meinst die Farbe. Ja. So. Komm mal mit, ich glaube, ich sag dir. Ich weiß, was du meinst. Aber hier kann man, könnte man was anfangen. Ja, die ist mir aber nicht so. Ist das ein Alpha? Nee. Ich dachte schon. Wegen dem roten Bauch, weißt du? Ja. Nee, das war ein Raubvogel. Raubvogel. Wo ist der? Abgebaut? Nein, der Paar Nein? baut nichts, keine toten Tiere ab. Das ist ein Müslifresser. Mal hier geht's hoch. Oh, kann er nicht klettern? Wartest du hier, mein Freund? Hier ist noch ein bisschen Kristall. Ja? So, ich gebe dir mal den Kristall. Wo rennst du denn schon wieder? Gucken. Gefällt dir, was du siehst? Ja. Aber erst. Ist aber ein bisschen vermüllt hier alles, ne? Mhm. Der muss mal aufräumen. Ja. Hast du hier. Ach, guck mal, das ist doch perfekt. Hier hast du sofort Wasser. Kannst du ein kühles Bad nehmen? Das finde ich cool. Und da oben ist noch mehr. Kommt man aber jetzt. Okay, guck mal hier unten. Das ist, glaube ich, ein Dungeon, was du meintest. Ich komme wieder raus, bevor ich absaue. Was denn? Hier geht's eine Treppe raus. Ja. Kommst du mit? Bist du bei mir? Ich bin direkt neben dir. Das ist mir aber zu weit. Okay. Weil vom Ende von dem Gang ging's, da war dann noch ein Gebäude und da kam man aber nicht hin. Ich dachte, von hinten könnte man irgendwie da dran kommen. Wo geht's denn hier rein? Ach, da. Genau. Ja gut, da muss man. Man muss sowieso alles mit Foundation, dass es nicht das Ganze nicht nachwächst. Klar. Was ist da oben? Ja. Gut, dann
Ein paar Treppen, Foundation, Pilas, Säule. Ja. Erstmal die ganzen Steine hier wegräumen. Fängst du schon mal an? Naja, bevor du deine Meinung änderst. Nee, mir gefällt's. Und irgendwie Renovierungsarbeit mag ich auch. Diese ganzen Säulen hier so lang, ne? Das kann man richtig schön machen. Und hier war eine Treppe nach unten. Und so eine Mauer. Jo. Hier könnte ich Beete setzen, hier vorne. Ich glaube, wir sind uns einig, oder? Du zumindest, ne? Achso, ab jetzt wird es wieder im Freien geschlafen? Ja, du weißt ja nicht, was da oben noch ist, ne? Kann man sich überraschen lassen, ne? Denn das ist hier auch zweietagig. Oder ist das nur alles nur Deko? Wo guckst du denn da? Beim Wasserzugang da unten. Nee, das ist alles nur Deko. Nee, das ist nur ein Dekoportal. Ha. Aber schön. Wir müssen irgendwo anfangen, ich habe keine Ahnung wo. Ja, am besten mit einer Kiste, um die ganzen Sachen, die wir hier aufheben, zu sammeln, dass du erstmal Foundation setzt. Sonst brauchen wir uns die Arbeit gar nicht machen. Ja, aber ich würde sagen, da muss man erstmal von der Ecke hier arbeiten. Weil sonst, du sammelst wie verrückt und die wachsen nach. Dann baue ich mal eine Kiste. Brauche ich ein Stück Holz. Gut, ist beschlossen. Aber das ganze Grünzeug kannst du mit dem Para mal abknabbern, ne? Kiste, da fehlt mir jetzt noch Holz und Stroh. Naja. Kommst du mal her, Kollege? Da gibt es was zu futtern für dich. Da hinten. Es geht schneller als per Hand. Also baust du wieder. Wir bauen wieder am Felsen. Ne? Finde ich klasse. Die müssen aber wirklich gezielt treffen, ne? Sonst fahren die nichts ab, ne? Mhm. Mit dem Trike machst du einmal mit dem Hörner und... Da sagt er, nee, hier kannst du nicht bauen, hier ist ein Dungeon. Nicht jeder Stein lässt sich aufheben, habe ich so das Gefühl. Kann sein. Ach, der kann sogar die Dings in der Wände abbauen. Aber die grünen Läste, nur die braunen da unten, oder? Das kriegst du, glaube ich, nicht weg. Nee? Da baust du drüber, oder? Müsste ein bisschen anheben, die von denen. Nee, ich habe schon abgebaut, was alles grün drüber gewachsen hat. Ach so. So, der Bereich ist jetzt clean hier.
Soll ich alles direkt aus Stein machen, ne? Ja, bitte. Lernen. So, schon mal Stein Foundation. Das und das. Gut, das heißt dann jetzt, der nächste Ziel ist Dödi. Biber. Mhm. Die Kiste, die steht ja ungünstig da. Ja, dann nimm sie weg. Die und, ein, ja, die eine Kiste. Ich weiß auch gar nicht, warum ich zwei gebaut habe. Levelpunkte. Herstellung. Stein Foundation. Und los. Zack. Eine fertig. Also der Plan wäre, dass die so am Rande einsnippt, ne? Tiefer. Na, ich würde nicht zu tief, dass die Steine, die wir nicht aufheben, so, ne? Ja. Dass die Steine, die wir nicht aufheben können und hoffen, dass ich eine gute Flucht erwischt habe. So, ich habe, wir brauchen Stroh. Palme hier unten auch abbauen, das ist ein bisschen, ja, kann man machen. Wir fangen erstmal ein bisschen per Hand und dann suchen wir nach die passende Arbeiter. Ja, wir haben aber die Narkosemittel und so alles zu Hause, ne? Müssen wir nochmal nach Hause. Ich denke mal, dass auf der Insel auch Dödis und sowas, zumindest ein Dödi rumläuft. Bei Vielleicht auch uns ein so? Ankylo. Das glaube ich eher nicht. Glaubst du eher nicht? Glaube ich nicht. Weil da müssen wir auf alle Fälle erstmal. So, was soll ich dir ranschleppen? Kannst du erstmal, ja, genau. Steine, Weil. okay. Spielst du denn ein bisschen den Dödi? Ich spiele gerade den Biber, beziehungsweise den Ja. Hirsch. Also die Vegetation hat deftig zugelegt hier, ne? Ja. Ich sehe einen Raptor links. Aber soll er mal kommen? Soll er kommen? Da geht was auf die Mütze. So, mal gucken, wie viel Foundation. 8 Stück. Damit kann man gucken, ob man eine saubere Linie hat. Was natürlich nicht.
So. Das sieht schon besser aus. Ja, damit kann ich leben. Was schmeißt du denn da alles? Bärchen. Ich will die Steine aufheben. Bis ich die Steine kriege, habe ich bestimmt die ganze Blümchen mal hier entfernt. Ich will den Stein haben. Ich glaube, das geht nicht. Geht nicht? Scheiße. Der ist ganz schön hoch, ne? Kann man den abbauen? Bestimmt nicht, ne? Nee. Ah. Ach. Aber ich glaube, die Foundation ist höher als der Stein. Das müsste klappen. Also, so ist okay, Foundation-mäßig, ne? Ja. Guck, die Säule noch raus, das ist wichtig, ne? Die hier unten, die Einfassung. Ja. So. Dann machen wir einen Cut. Freunde, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir versuchen ein paar Arbeiter. Ne? Also du willst nicht alles per Hand machen. Ne? Nee, das haben wir auch noch nie gemacht. Das gehört sich so. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.